Endlich mal wieder Schlagzeilen, die richtig Spaß machen. Google Analytics vielleicht bald verboten, warnt niederländisches Amt. Auf EU-Webseiten ist Google Analytics unzulässig, hat Österreichs Datenschutzbehörde festgestellt. In den Niederlanden laufen zwei Verfahren zum selben Thema. Na, sowas aber auch. Google war doch immer der leuchtende Stern am Himmel der Datenschutzverstöße ohne Ahndung. Weil das so verwunderlich ist, schauen wir uns jetzt einmal an, was da genau passiert ist, wie jeder von uns Google an den Kragen gehen kann und worauf sich Webseitenbetreiber in sehr naher Zukunft einstellen müssen. Mit den Worten von Super Mario. Let's Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Stefan Plästnik für Datenschutz ist Pflicht. Und wenn ihr Bock auf etwas weniger trockene Infos rund um den Datenschutz habt, dann lasst gerne ein Abo da. Wir beschäftigen uns heute mit Google Analytics und warum dieser Dienst bald illegal sein könnte, zumindest in der EU. Dazu klären wir zuerst einmal die Frage: Was ist passiert? Nun, am 14.08.2020 hat ein Österreicher in Österreich eine österreichische Webseite zum Thema Gesundheit aufgerufen. Vielleicht sollten wir noch ein Österreich mit aufnehmen. Die besagte Webseite nutzt Google Analytics und sammelt Daten über die Besucher und deren Aktivitäten auf der Webseite. Dabei werden Daten an Google übermittelt und diese können Rückschlüsse auf den Besucher erlauben. Dies ist laut DSGVO Artikel 44 Offenlegung personenbezogener Daten nicht erlaubt. Am 18.08.2020 beschwerte sich die besagte Person mit Hilfe der Datenschutzorganisation NoYB bei der österreichischen Datenschutzbehörde. Die Datenschutzbehörde in Österreich entschied dann im August 2020, dass die Datenübermittlung durch den Webseitenbetreiber an Google rechtswidrig ist. Praktischerweise übertrug der Webseitenbetreiber die Webseite während des laufenden Verfahrens an eine Münchner Firma, weshalb eine andere Behörde zuständig wurde. Hier könnt ihr auch schon gut erkennen, warum es ziemlich irrsinnig ist, Datenschutzbehörden auf Landesebene mit Zuständigkeiten auszustatten. Das Internet ist nun mal überall und zu jeder Zeit und deshalb ist es auch notwendig, für eine EU-Datenschutzgrundverordnung eine EU-weite Datenschutzbehörde zu haben, deren Zuständigkeit EU-weit gültig ist. Da es aber nicht so ist, braucht es eben auch, wie in diesem Fall, mehrere Jahre, bis nach einer Anzeige ein Urteil gefällt werden kann. Doch warum genau ist der Einsatz von Google Analytics nun problematisch? Dafür müssen wir zuerst verstehen, wie Google Analytics arbeitet. Technisch gesehen ist das ein sehr einfacher Prozess, was wahrscheinlich der Grund ist, warum so viele Webseiten diese Analysefunktion nutzen. Google Analytics wird mit einem kleinen Codeschnipsel, zu Englisch Snippet, in der Kopf- oder Fußzeile einer Webseite eingefügt. Danach sammelt es alle möglichen Daten über die Besucher und Aktivitäten auf der Webseite. Problematisch sind dabei die ganzen personenbezogenen Daten, die ein sehr genaues Bild über die Besucher der Webseite ermöglichen. So wird mit der IP-Adresse der Standort bestimmt, das Scrollverhalten und die Verweildauer sind Indizien für das thematische Interesse. Die Klicks auf Links und Werbung geben Aufschluss zu Bedürfnissen und Kaufverhalten und die weiteren Webseiten, die wir parallel geöffnet haben, runden das Bild schön ab. Natürlich wird auch der gesamte Verlauf des Webbrowsers ausgelesen und die Lesezeichen ausgewertet. Ungeachtet der individuellen Auswertung, die ein Webseitenbetreiber in Google Analytics erstellt, ist es nahezu unmöglich zu erfahren, welche Daten Google hier wirklich in welchem Umfang sammelt und wozu sie später tatsächlich eingesetzt werden. Es ist also ein sehr gefährliches Spionagewerkzeug, welches nicht umsonst auf keiner Webseite ohne eure aktive Zustimmung genutzt werden darf. Dazu ein Hinweis auf unser Video zum Thema Cookieboxen auf Webseiten. Bleibt nun die Frage, warum Google Analytics nicht eingesetzt werden darf. Das liegt nicht an Googles eigenen dubiosen und gierigen Machenschaften, sondern an der paranoiden US-Regierung. Ihr erinnert euch bestimmt an die NSA-Affäre und die Enthüllungen Edward Snowdens in diesem Rahmen. Die Überwachung durch den US-amerikanischen Polizeistaat sind in zwei nationalen Gesetzen fest verankert. Patriot Act und Cloud Act. Und zwingen jedes US-Unternehmen ohne die Vorlage von Beweisen oder Indizien alle Daten den US-Geheimdiensten zur Verfügung zu stellen. Also quasi eine immer offene Hintertür in die Server eines jeden US-Unternehmens. Das ist auch unabhängig vom Standort der Server und Daten, solange das Unternehmen in den USA registriert ist. Also Microsoft, Apple, IBM, HP, etc. Wenn solche Unternehmen also mit dem Serverstandort Deutschland werben, ist das ein vollständig irrelevantes Sicherheitsmerkmal.
Damit ist der DSGVO Artikel 44, Offenlegung personenbezogener Daten, natürlich nicht vereinbar, weil wir ja im Endeffekt unmöglich nachvollziehen können, wer welche Daten von Google wann und wofür verwendet. Dafür ist noch wichtig zu wissen, dass Google keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für ihre Dienste anbietet. Das bedeutet, alle Daten, selbst die verschlüsselten, können durch Google entschlüsselt werden und müssen damit auch für NSA, CIA, FBI und so weiter entschlüsselt werden. Dazu hier noch ein Video über die Sicherheit von Google Drive, wo ich diese Thematik ausführlicher beleuchtet habe. Zum Vergleich, der Signal Messenger benutzt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, bedeutet hier erhalten Geheimdienste genau wie Signal selbst nur verschlüsselte Daten ohne direkte Möglichkeit zur Entschlüsselung. Das ist also das Kernproblem mit Google-Diensten und allen anderen Diensten US-amerikanischer Unternehmen. Aufgrund dieser Tatsachen warnt nun auch die niederländische Datenschutzbehörde vor dem Einsatz von Google Analytics und so ziehen sich die Kreise nach und nach durch die ganze EU. Wir können also davon ausgehen, dass diese und viele andere Dienste in absehbarer Zukunft nicht mehr legal einsetzbar sind. Das führt uns zur letzten Frage. Was nun? Das beantworten wir der Reihe nach. Einmal für die unter euch, die Webseitenbetreiber sind und einmal für alle Internetnutzer. Für Webseitenbetreiber empfehle ich ab sofort, den Einsatz von Google Analytics einzustellen. Es gibt eine schier unendliche Zahl ebenbürtiger Analyse-Tools für Webseiten, die auf Open-Source-Software basieren und autark auf dem eigenen Webserver genutzt werden können. So sind alle Daten bei euch und ihr geht dem ganzen Problem vollständig aus dem Weg. Nicht vergessen dürft ihr jedoch diese auch in der Datenschutzerklärung zu erwähnen und zu beschreiben, sowie die Nutzung durch eine Cookiebox zu blockieren, bis die Besucher sie freiwillig akzeptieren. Das ist der einfachste und auch für die Zukunft sicherste Weg. Für uns Internetnutzer, die sich vor Googles Datenwahn schützen wollen, gibt es viele Möglichkeiten. An erster Stelle nutzt einen sicheren Webbrowser, der nicht von einem US-Technologiekonzern entwickelt wird. Microsoft, Apple, Google und so weiter bezahlen sehr, sehr viel Geld an sehr viele Unternehmen, damit ihre Webbrowser als sicher dargestellt werden. Besonders schockierend empfand ich dies in meiner Bitdefender-App, wo sie alle als sichere Browser in einer Liste auftauchen. Gruselig! Meine Empfehlung ist Brave, den ich seit Jahren auf allen Geräten ausschließlich nutze und der sehr verlässlich alle Tracker blockiert. Dann ist es auch egal, wenn ich bei der Cookiebox auf Alle akzeptieren klicke. Mein Browser schützt mich trotzdem. Außerdem könnt ihr die Datenschutzeinstellungen eures Webbrowsers einmal prüfen und dazu findet ihr hier ein Video mit ausführlicher Erklärung. Natürlich solltet ihr keine Apps wie Google Drive lokal auf eurem Gerät nutzen, weil damit ja ebenfalls Tracking betrieben werden kann. Wenn ihr den vom Tracking-Wahn verwirrten Konzernen auch lieber an die Karre pinkeln wollt, dann reicht eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde ein. Eine Liste mit den Behörden und Links zu den Formularen für die Meldung findet ihr in der Videobeschreibung. Sonst surft gerne bei der NoYB vorbei, denn die werden in Facebooks Chefetagen schon als Teufel tituliert und haben bestimmt Lust, euch zu unterstützen. So, damit wäre der Fall fürs Erste geklärt und ich lasse euch noch einen Hinweis auf drei spannendere weitere Videos da. Einmal zur Sicherheit eurer Daten im Google Drive und in Apples iCloud sowie ein Sicherheitscheck des Signal Messengers, damit ihr die WhatsApp-Spione aus eurem Smartphone verbannen könnt. Jetzt danke ich euch noch für eure Aufmerksamkeit, bitte euch hier den Kanal zu abonnieren, um uns zu unterstützen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.